Ein neues Uganda Knuckles Spiel und ja, jeden Tag Uganda Knuckles Spiel. Und ja, heute spielen wir Road to Uganda. Also, Uganda ist irgendwie so ein Land. Und da will jetzt Knuckles hin und die Steuerung ist eigentlich ganz easy. Ihr müsst eigentlich einfach nur wischen auf diese Dinger und dürft halt nicht abstürzen. Genau, jetzt bin ich tot. Man kann sich auch hier ein Geschenk gönnen. Aber ich schaue mir keine lange Werbung an. Und ich bin nicht gut in dem Spiel. Ich habe es mir erst heute runtergeladen. Und ja, morgen kommt wieder dieses eine Pad an Uganda Knuckles, weil ich habe jetzt auch das zweite Spiel freigeschaltet. Und ja, dann morgen kommt wieder das andere. Und heute wollte ich halt irgendwas noch bringen. Und ja, das hier macht mir eigentlich schon ganz schön viel Spaß. Leute haben mich auch mal gefragt, was schaue ich so auf YouTube? Jacksepticeye und also auch amerikanische YouTuber am meisten. Infinite List oder Jacksepticeye halt. Deutsch ist Vic. Domi. Let's Play Markus, Danny Cheston, Concrafter und so weiter. Also ich schaue auf jeden Fall viele. German Snake schaue ich auch noch. German Snake ist auch ein richtig cooler Dude. Oh, was mache ich? Der macht so Sachen mit FNAF. Und, aber auch andere Sachen, aber meistens halt mit FNAF. Der alte FNAF, wo ich damals noch FNAF LP geben will, wäre es mein Idol gewesen. Nein, Spaß, er ist immer noch ein kleiner Idol. Und der hat mich auch wieder irgendwie dazu gebracht, also durch seine Videos, bin ich wieder auf FNAF gekommen. Aber nein, ich werde nicht über FNAF berichten. Ich werde höchstens vielleicht mal über so Ultimate Custom halt berichten. Weil da soll ja auch viele Animatronics vorkommen, also vom 1 bis 6. Auch eigentlich ziemlich cool. Und Ultimate Consequences. Dann gibt es auch noch, falls den niemand kennt. Das ist der aus FNAF World. Wenn man nämlich in dieser Glitch-Welt ins vierte Level, also in die vierte Stufe reinkommt. Manchmal geht's halt echt zu schnell. Es wird auch immer schneller natürlich. Ich werde so 6 Minuten oder so machen. Boah, wie habe ich das gerade gemacht? Ach, man braucht 200. Oh mein Gott. Da können wir uns einen neuen Nugget kaufen. Ich kaufe mir dann, glaube ich, den letzten, weil ich mir nicht mag. Obwohl, nee, warte. Also. Das wollte ich nicht. Okay, warte. Alle kosten 200. Ja, dann hole ich mir mal den letzten, weil ich glaube, der andere wird blau sein. Oh, shit. Warum ist das da keine Münze? Da hinten ist eine. Ja, Rudi. Ja. Oh. Man sieht vor allem, das sind einfach Haie drin. Armer Knuckles. Ich glaube, ich werde doch keine 6 Minuten machen, sondern länger. Weil ich nämlich einen neuen Knuckles haben möchte. Ich glaube, ich nehme doch den zweiten. Ich mache nämlich nach der Reihenfolge. Und so lange wird halt auch das Let's Play gehen. Genauso wie bei dem Uganda Knuckles Pad. Wenn ich alle Knuckles freigeschaltet habe, dann höre ich auf mit den Let's Plays. Weil so welche kleinen Let's Plays möchte ich halt auch 100%. Ich habe auch damals Luca und die Okuelis. Wer kennt das eigentlich? Ich habe das auch so 100% gespielt auf Twitch. Weil es mir irgendwie Spaß gemacht hat, dann die ganz. Ich habe alle Level gespielt. Ich habe alle Connys eingesammelt. Also. Und wieder der Glitch. Ja, der Glitch ist geil. Der winkt dann nämlich nur und ich kann gar nichts machen. War das jetzt da? Ja, ich habe bestimmt schon. Ja, das buggt jetzt. Ernsthaft?
Ja, das bitte neu, danke. Das hasse ich so arg. Ich hoffe, dass dann der zweite halt oder halt irgendwas anderes hat. Wäre auch cool, wenn er keine Farbe, also wenn er so einen Stock wieder hätte. Ich meine, das ist halt Designarbeit. Und ja, mir macht das Spiel irgendwie Spaß. Also könnt ihr gerne auch mal zocken, das wie das andere Spiel. Macht ganz Spaß. Also das an Uganda Knuckles Pad ist eine kleine Version von Pooh. Aber hey, dafür muss man kein Ingame-Geld bezahlen. Für irgendwas. Nein, ich meinte echtes Geld. Ingame-Geld. Wow. So schwer jetzt. Ingame-Geld ist jetzt zum Beispiel hier die Gold, diese Gold-Dinger, was ich hier die ganze Zeit einsammle. Ja, ja, ja. Ich bin dumm. Wusstet ihr das eigentlich? Ey, ich hasse den Bug. Die müssen das beheben. Ey, ich schwör's euch. Ich weiß nicht, warum ihr den, den auslöst. Der winkt dann die ganze Zeit und man kann nichts gegen tun. Falls es mir nicht glaubt, lad es runter und versucht selbst mal. Ja, werdet ihr schon selbst sehen. Aber bei euch nicht der Glitch kommt, dann weiß ich nicht, was ich hier richtig gemacht habe. Vielleicht ist einfach nur die... Ach, warum habe ich jetzt die Münze nicht bekommen? Die Tablet-Version, so schrottig. Wahrscheinlich gibt es auch noch für PC. Und das ist natürlich besser. Meine PC ist an sich ja auch schon besser, aber... Ach. Oh mein Gott, Alter, wie schnell war das jetzt? Ich glaube, ich schaue mir echt mal vielleicht die Werbung an, damit die vielleicht Gold da drin ist. Oder vielleicht ein Charakter, wäre auch ziemlich cool. Also neue Knuckles. Ich hoffe mal, dass es Knuckles ist, nicht irgendwie Mario oder so. Das wäre noch... Das wäre ja ganz komisch. So, ich bin jetzt fertig. Ach, tatsächlich 50 Gold. Okay, dann nice. Also ist das ein paar Stunden oder so. Ist das nächste Geschenk. In diesem Run schaffe ich doch noch 4 Münzen. Warum wir jetzt gerade die Münzen sind. Da hinten ist eine. Okay, aber in diesem Run schaffen wir es. Als ob ich die gerade nicht bekommen habe. Was ist denn das? Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Der ist gelb. Scheiße. Wahrscheinlich der blaue. Ach, egal. Gelb ist auch schön. Und ist es schließlich Tails. Irgendwie ja schon. Es gibt auch noch einen Sonic, der ist dann blau. Gibt es glaube ich noch pinke, schwarze? Gibt es schwarze? Ja genau, für Shadow. Also ich bin dann auch ein bisschen